Also ich bin aufgeregt und ich freue mich, dass ich wieder bei der Berlinale dabei sein darf, dass unser Film hier gezeigt wird. Ich glaube, das, ja, das ist natürlich toll, das ist eine große Ehre. Und ja, ich bin aufgeregt, ich bin mal gespannt, wie ich heute schlafen werde. Was ich gehört habe, dass ich die Rolle habe, ich war mit meiner Agentin im Gespräch mit dem Produzenten und die haben mir so fast nebenbei, ich dachte, das wäre erstmal nur so ein Kennenlernen, haben sie gesagt, dass ich die Rolle habe und das war total surreal. Und dann saß ich da und wir waren gerade aus der Tür raus und ich bin einfach zusammengebrochen, weil ich mich so gefreut habe. Da habe ich meine Eltern angerufen und ja, wir konnten das ganz lange nicht fassen. Aber meine Eltern haben auch immer gesagt, Lea, das ist eine Aufgabe, das war mir auch bewusst. Ja, es war gut, da auch nochmal so diesen Rückhalt zu haben, den Ernsten, dass es nicht nur so ist, wow, 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 sondern dass man weiß, worum es eigentlich geht. Also ich habe vor dem ersten Casting das Tagebuch das erste Mal gelesen, weil ich den Namen vorher nur kannte, aber das Tagebuch noch nie gelesen hatte. Und dann, als ich wusste, dass ich die Rolle habe, konnte ich das Tagebuch irgendwie nicht mehr lesen. Ich hatte so einen Respekt und dachte, ich darf mir nicht anmaßen, mich irgendwie in ihre Gefühle so hineinzuversetzen und ihr Schicksal spielen zu wollen. Und dann habe ich angefangen, ihr Briefe zu schreiben, weil ich irgendwie so diese Grenze so ein bisschen brechen musste, so für mich, um einfach ein Verhältnis darzustellen. Ja, habe ihr einfach über mich was geschrieben und habe ihr von der Schule erzählt, von meiner Familie. Und das hat mir dann echt geholfen. Anne Frank ist, also ich finde sie unglaublich beeindruckend. Ich musste wirklich manchmal überlegen, wie alt sie da war, was sie da geschrieben hat. Das ist echt unglaublich. Sie ist mir einfach so sympathisch. Ich weiß nicht, ich finde es toll, wie sie sich selbst reflektiert. Das finde ich unglaublich. Also wie sie selbst was ihr Verhalten analysiert und daraus Schlüsse zieht, das ist echt, das ist natürlich toll, wenn man so eine gute Selbsterkenntnis hat. Auch wie sie die Menschen beobachtet. Also ich glaube, hätte ich sie getroffen, hätte ich gesagt, Anne, lass uns Nachmittag ins Café gehen und einfach Leute beobachten. Und hätte mich darüber unterhalten, was sie in den Gesichtern liest. So. Ja. Mich treibt an, einfach zu erleben. Also ich möchte gerne die Welt erleben, die Menschen erleben. Und im Moment ist es natürlich ganz stark die Schauspielerei. Also ich merke einfach, wenn ich drehe, das ist das, wofür ich brenne. Ich bin jemand, der will gar nicht mehr vom Set gehen, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Und doch, das ist auf jeden Fall das, wo ich noch viel ausprobieren möchte und was mir Spaß macht. Und es ist natürlich toll, wie viele Möglichkeiten ich da jetzt schon hatte. Ich lebe sehr ländlich von Hamburg und ich stehe morgens auf, frühstücke, mache mich fertig, dann fahre ich zur Schule. Dann rede ich den ganzen Tag, mache meine Hausaufgaben und ja, dann mache ich gerne Sport, ich weiß nicht, ich gehe gerne joggen, ich treffe mich gerne mit Freunden. Ich gucke tatsächlich auch viele Filme. Es ist so, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, ich freue mich so, wenn ich einen Film gucken kann. Es ist für mich so irgendwie so Abtauchen und Entspannung. Also das ist für mich auch ein gelungener Tag, so einen tollen Film zu gucken. Das ist super. Ja, Berlin ist eine super Stadt für mich. So viele Facetten. Es ist natürlich auch ganz viel. Manchmal muss man auch wieder so runterkommen, finde ich. Also ich freue mich dann auch manchmal wieder zurück zu sein auf dem Land. Aber ja, ich finde Berlin eine tolle Stadt, so viele Menschen, so viele Facetten, so viele Möglichkeiten.